Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockel Gaming. Ich bin Theo Levi und heute gibt es eine weitere Folge Brawl Stars. Und ihr habt sicherlich alle mitbekommen, es gab ein Event, wo die Community sich 100 freie Stardrops erspielen konnte und die werden wir genau in diesem Video öffnen. Das wird richtig nice, aber vorher habe ich noch gesehen, dass wir noch hier was im Posteingang haben. Und zwar habe ich immer noch von der Umwandlung der Chroma Credits meine Credits hier. Und zwar wurden meine Chroma Credits in 1978 Credits umgewandelt. Und die werden wir jetzt mal einfordern. Mal gucken. Bam! Und wir haben direkt Sam freigeschaltet. Sehr, sehr nice. So, ich kann jetzt sogar noch im letzten Moment noch wechseln, aber ich bleibe jetzt einfach bei Sam, glaube ich. Wir können mal gucken, Mandy würde ich nochmal ausprobieren, ob sich dem vielleicht mehr lohnt. Oh, Sniper, das ist natürlich cool, ne? Ich glaube, wir wechseln nochmal zu Mandy. Mandy? Tada! Das ist irgendwie weird, dass man das einfach so im Nachhinein noch wechseln kann. Ja, ich nehme Mandy. Let's go. Und jetzt können wir einen legendären Brawler auswählen. Und zwar Cordelius oder Kit. Ich nehme jetzt einfach erstmal Kit. So, hier haben wir uns auch noch einiges angespart. Das wird es dann in einem weiteren Video geben. Wenn wir den ganzen Brawl Pass abholen werden. Oder ja, mal gucken. Aber jetzt geht es erstmal hier in den Shop. Und hier haben wir sie. Die 100 Star Drops. Ich bin sehr gespannt, was wir ziehen werden, aber eine Sache, bevor wir es noch machen, wir müssen noch unsere Brawler upgraden, damit wir auch ordentlich Star Powers und sowas ziehen können. Sehr epischen sind meine Lieblingsbrawler und da möchte ich natürlich möglichst viele von, also von den alten epischen natürlich. Edgar, glaube ich. So, und jetzt fehlen mir auch schon die Punkte dafür. Oder Bibi kann ich noch. Ja, Bibi mache ich auch noch. Okay, Leute, ich bin gehypt. Wir haben tatsächlich, öffnen die kurz vor knapp, es sind noch 2 Stunden, gibt es die noch. Und 3, 2, 1, bumm. Los geht's. Und da geht's los mit dem ersten Star Drop. Selten. 25. Oh, nochmal ein seltener. 100 Markenverdoppler. Nochmal ein seltener. Ein super seltener. Kriegen wir 200 Markenverdoppler nochmal. Nice. Ein seltener. Und nochmal 50 ohne epischen. 200 Münzen, schade. Einen super seltenen. 100. Einen seltenen. 100 Markenverdoppler. Wir sollten übrigens laut den Quoten ungefähr 3, glaube ich, legendäre Star Drops bekommen. Mal gucken, ob das aufgeht. Episch, oh. Mythisch? Nee. Nochmal 100 Powerpunkte. Und 50 Münzen. Oh, nochmal 50 Münzen. Münzen und Münzen fehlt uns aktuell erstmal nicht. So, 50 Münzen nochmal. Super selten. 50 Powerpunkte. Nochmal einen epischen. Nice. 200 Münzen. Schade. Gucken, wann wir das erste Mal was ziehen. Skin würde ich auch gerne ziehen. Das wäre echt cool. Aber mal gucken. 50 Münzen. Super seltenen. 30 Credits. Das ist nice. 100 Magenverdoppler. 25, oh, einen epischen nochmal, nice, mythischen haben wir auch noch nicht, 500 Magenverdoppler, das ist auf jeden Fall auch sehr viel, 50 Münzen, dann haben wir hier noch 50 Powerpunkte, einen super seltenen, Stardrop 100, oh, direkt mythisch, ah, 200 Powerpunkte, öl, Schmutz, oh, 50 Bling, das ist gut, da freue ich mich drüber, so, rare, rare, rare. Oh, da ist er. Legendär. Und? Lol. Lol. Alter, die Chance, einen legendären Brawler aus einem legendären Stardrop zu ziehen, ist so gering im Vergleich. Also, allein die Chance auf einen legendären Stardrop ist schon so gering. Und dann, hä? Als ob. Krass. Okay. Ja, dann habe ich jetzt die Auswahl richtig getroffen, habe ich jetzt noch Kit gezogen. Krass. Okay, ein Icon habe ich bekommen. Junge, Junge, Junge. 30 Credits.
50, einen epischen. Das hat sich auch jetzt schon mal gelohnt, die 100 Stardrops. Eieiei, meine Güte, was geht hier ab? Oh, nochmal 100 Credits, das schmeckt. So, super selten. 100 Münzen, nochmal einen epischen. Oh, ein Skin. Ja, 8-Bit Classic. Ja, nimmt man. Ich weiß nicht, vielleicht, ich finde vielleicht den alten sogar noch, also den Original sogar fast cooler. Das sind halt diese Billo-Skins. Aber gut. So, einen epischen nochmal. Aber immerhin ein Brawler, für den ich noch keinen Skin habe. Also, das ist doch schon mal gut. Mythisch. Spieler-Icon jucken. Niemanden. Egal. Episch nochmal. Ja. Markenverdoppler. Ich habe so viele Markenverdoppler. Da kann ich den Brawl Pass auf jeden Fall gut überzeugen. Was ist eigentlich eure Meinung dazu, dass man den Brawl Pass nur noch mit Echtgeld kaufen kann? Das finde ich nämlich echt scheiße, ehrlich gesagt. Aber gut. Das ist echt schade. Aber mythisch. Oh, eine Star Power. Ah, für Edgar, den wir gerade geupgradet haben. Aber halt, die hätten wir schon die ganze Zeit bekommen können. Hardcore. Edgar erhält ein Schild, der die nächsten 3000 ungefähr Schadenspunkte abblockt. Der Schild wird mit der Zeit schwächer. Der Schild? Das Schild oder nicht? Naja. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Sehr nice. Und es geht weiter. Super selten. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele wir schon geöffnet haben jetzt. Selten, super selten. Episch. Epic. Ich wollte, das war so eine Mischung aus Epic und Episch. Selten. Na, 50 Münzen. 50 Münzen. Rare. Rare, 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 super rare. Nice. Episch. Ah, noch ein Pin. Deswegen, ich habe die ganzen Pins halt nicht. Das heißt, ich hoffe nicht, dass ich zu viele davon bekomme. Aber wir werden sehen. Und, oh, legendär. Achtung, Leute. Und. Oh, Bell. Ich mag Bell überhaupt nicht, ne? Boah, weiß ich nicht. Immer wenn Elektrobolzen ein Ziel trifft, erhält Bell ein Schild im Wert von 20%. Naja, ich weiß ja nicht. Nochmal Credits, nice. Episch. Schon wieder die Mischung gemacht. Also alles außer Bell wäre ich wahrscheinlich zufriedener gewesen, aber gut. Eine Star Power nimmt man ja trotzdem mit. Irgendwann möchte man ja doch alles maxed haben, von daher nimmt man mit. Mythisch. Ja. Ich würde mir nochmal einen Skin freuen, vielleicht einen selteneren. Also aus einem mythischen Star Drop einen Skin, das wäre cool. Aber ja. Episch. Mango Doppler. Selten. Oh ne, nochmal episch. Nice. Oh, ein neues Spray oder so. Oder ein neuer Pin. Von für Fang. 25 Powerpunkte. Episch. Nochmal Markenverdoppler. 50 Bling. Nice. Ich habe noch nie Bling aus den epischen oder mythischen bekommen. Aber mal gucken, ob das noch kommt. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele wir schon geöffnet haben. Aber es fühlt sich auf jeden Fall krass an, so viele zu öffnen hintereinander. Fühlt sich irgendwie krass an, als ob man so ein Angebot gekauft hat. 100 Münzen nochmal, nice. Selten. 50 Münzen, nochmal selten. Nochmal selten. Nochmal selten. Super selten. 2, 3, 4. 4 Mal, glaube ich, muss ich tippen. Also 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Genau. Das heißt 1, 2, 3, 4. Oh, das war's. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, denke ich. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Skin. Viewers 8-Bit. Da ist er. Zack. Let's go. Zack. Da ist er. Und wir haben ein Gadget und eine Star Power. Da hätte ruhig ein paar mehr Gadgets oder so sein können. Und wir haben auf jeden Fall 15.000 Münzen und ordentlich Powerpunkte. Ja, was heißt ordentlich 1500, also so viel war das jetzt doch nicht.
Ich hätte ehrlich gesagt, dass man mehr Belohnung bekommt irgendwie. Das war doch, hat sich doch nicht so viel angefühlt wie jetzt 100 Boxen. Wobei das ungefähr gleich ist. Also, was ist eure Meinung zu den Star Drops? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so aus den 100 Star Drops bekommen habt. Würde mich sehr interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch ein Like und ein Abo da, um das Video zu supporten, um den Kanal zu supporten. Schreibt gerne was in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich antworte auch eigentlich immer. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich. Ciao, Leute.